Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Crisis Core. Wieder mit ein bisschen Story-Modus. Ich habe mich unten rechts aus der Bildschirmecke verabschiedet und ja, wir haben die letzten drei Folgen diesmal. Wir haben ein bisschen länger Missionen gemacht. Beim letzten Mal haben wir eben ein bisschen gesammelt, ein bisschen verbessert und so weiter. Und heute, wie gesagt, geht es dann eben weiter mit ein bisschen Story. Soweit ich mich erinnern kann, sollten wir auf jeden Fall zum Hauptquartier zurückkehren. Wir haben einen Anruf bekommen, was unser Date mit Aris ein bisschen gesprengt hat. Aber hey, was soll's? Alter, unsere TP. 9982 TP. ich feiere das halt immer noch, ne? Das ist halt einfach so geil, dass wir, ich glaube, einen TP-Boost mit plus 300x% haben. Haben wir noch irgendwas, was wir hier erledigen müssen? Das ganz bestimmt nicht. Das hier, das sind diese ganzen Sidequests, die wir aber schon gemacht haben. Ja. Mit ihr haben wir schon geredet, ne? That you Shinra Soldier guys are trying hard to get rid of the monsters. I guess that's how this friend of mine was able to get out of Midgard, safe and sound. My friend is amazing. He travels around the world. Looking for rare items and stuff. He keeps a record of his travels, which he calls his struggle log. It's the funniest thing I've ever read. Ja. Okay, sie ist jetzt dadurch weg. Für ihr hatten wir nochmal so eine Mission bekommen und dadurch, dass wir sie gemacht haben, ist sie jetzt wieder ja, blau geworden. Ja, die anderen beiden hatten eben nur diese Quest mit den Zahlenraten und mit dem Aufsammeln. Da können wir nichts mehr holen, also let's go. Also dann auf zum Schimmelgebäude. Ja, auf jeden Fall. Alright, let's do this thing. Hey! Ach, Bruno. Hm? Oh, hey Bruno. Mister, you're leaving? It's a good thing I caught you. Here, I wanted to give you this materia before you go. I promise I'll never steal again. That's why I want you to keep this for me. Wenn wir jetzt die Materia stehlen bekommen, lache ich. Ah, wie geil. Ja, klar, der Junge hat Materia ausgerüstet, damit er stehlen kann. Klar, kein Thema. Ah, wie geil. Na gut, wir hatten schon eine Stehlen-Materia. Die haben wir ja fusioniert zum Meister der Gegenstände. Aber hey. Hey, good for you, kid. I'm glad I was a good role model. Ja, jetzt stehlen können wir nämlich stehlen. Ist kein Thema. Mister, don't use that materia to do bad things. Of course not. Well, never mind that. There was one more thing I wanted to say. Mister, you and Aerith are okay together, I guess. Das ich auch. Where is this coming from? Between you and me, I'm pretty sure Aerith is really sweet on you, Mister. Das ging aber sehr schnell. Well, I'm rooting for you, okay? If you need help, come talk to me, okay? See ya! Geil, Bruno, ausgewiesener Beziehungsexperte, ich merk schon. Hmm. Looks like I gained a lot of trust. Well, I'll hold on to this materia then. Intensive Emotionen haben die DBW verstärkt. Alles klar. Begib dich über die Schnellstraße zum Shinra-Gebäude. Das machen wir. Einmal kurz speichern hier, wenn wir schon mal hier sind. Huch. Komm hier näher. Ihr habt wohl die Quittung ohne mich gemacht, der viel trainiert hat. Oh yeah, gotta run. Den kennen wir ja auch schon. And now we've got Max.
night the welcoming party. Activating combat mode. So. Das ist 1500 Damage. That's enough. I'm in a hurry. I'm surrounded. Ja und? Man, there's just no end to them. Fine, fine. Come and get it. I'll take on all of you. Activating combat mode. Later. So. Achso, das war ja Gravita, was wir drin. Gravita, was wir drin haben. Vergessen. Finally, some peace. But they ate up a lot of time. We gotta hurry. Oh, ihn kennen wir auch schon. I guess life just not that simple. Yeah, yeah, no need to remind me. That stung. Cut above the usual riffraff, are we? Ha! No problem! Activating combat mode. Okay, der hält ja nicht viel aus. Den wir in der Höhle hatten, der war schon ein bisschen stärker. Oh, check mal, wo ist Mowgli? Ah, schade. Naja. Is that it? That's it, right? Right, I'm off. Okimus ist halt immer mega. Dann können wir unsere Materie aufleveln mit. 1,5 Kilometer zur Shinra Company, alles klar. Angel. I need your help. Do you? Honestly, what are you thinking, Angeal? I'm not really sure myself. At times I feel as if my mind is mired in fog. But Zach, no matter what happens, I have to protect my honor. As long as I hold the Buster Sword. Zach, join my battle. Our enemy is all that creates suffering. All right. I'll help you. I'll carry you there. No, wait, I... Flying feels pretty good. Ja, auch wenn ich nicht weiß, wie die mit einem Flügel fliegen können, aber hey. Hey, sorry. You're late. Sephiroth, you look thin. On to business. I'm certain Hollander has ordered Genesis to eliminate Hojo. Hojo? As in... Yes. The director of the Shinra Science Department, Hollander, believes Hojo robbed him of his rightful position. Then their target has to be the Science Department upstairs. Forget about Hojo. Same old Sephiroth. Fine. Then you take the lower levels. I'll go outside. Zach, go up. I leave Hojo to you. You got it! What is Angeal up to exactly? Right now, I don't have a clue. But we're fighting together again. That's good enough for now. All right. The science department is this way.
Ja, muss ich sagen, also finde ich auch gut, dass er wieder an unserer Seite kämpft. Ich mag Angel nämlich, habe ich ja schon mal gesagt. Auch wenn ich auch selbst noch nicht ganz weiß, was hier gerade vor sich geht. Aber wir schauen einfach mal. Wo geht's denn hier lang? Ach so, nirgendwo. Hier ist noch ein Monster. Kurzen Prozess. Na gut. Hätte ja sein können, dass hier noch was ist. Und Level Up. Nice. Dann mach ich doch mal eben hier kurz speichern, weil Level Up leider nicht mit Erfahrungspunkten geht, sondern mit Glück. Was ich sehr bescheiden finde, muss ich sagen. Alter! Du kannst keine 2 Meter gehen, ohne angegriffen zu werden. So, was ist das hier? Ja. Weil das sieht so specialig aus. Kann ich sogar mit interagieren. Okay, es ist auf jeden Fall nicht da der Weg, den ich nehmen muss. Das heißt, vielleicht kriegen wir hier eine Truhe oder sowas. Achso, du lebst noch. Hey, entschuldige, ich überschätze meine Kraft manchmal selbst so ein bisschen. Okay, verschiedene Türen verschlossen. 3, 5, 2, 6. 1? Alle verschlossen. Okay, hier scheint wohl irgendwann irgendwie was Specialiges noch zu sein. Mal schauen. Momentan können wir hier nicht so viel machen. Probendepot. Oh, den Raum kennen wir doch. Da drin war Aeris gefangen. Ja, I remember. So, da oben, wobei... Hä? Nee. Doch, da oben. Da sind wir mal hingelaufen. Aber irgendwie sah es ein kleines bisschen anders aus. Da war hier noch so ein Aufgang nach oben. Na, hier saß Aeris drin. Und wir sind dann quasi so von da gekommen. Ich glaube, es ist nicht ganz der gleiche Raum. Weil es doch ein kleines bisschen anders aussieht, aber ähnlich auf jeden Fall aufgebaut. Allheilmittel. Bevor ich da jetzt durchgehe, ich schaue nochmal ganz kurz. Ich war so abgelenkt von dem Raum. Und da kamen wir. So, das ist hier keine Kiste mehr, ne? Okay. Wofür ist dieser Raum gut? Ah ja. Professor, are you... Der ist halt so in seinem Element, ne? So, bevor ich jetzt mit ihm quatsche, erstmal gucken, was haben wir hier noch Schönes? Vielleicht irgendwo eine Kiste. Ach, guck mal, erstmal ein Speicherpunkt. Jeden Speicherpunkt einmal mitnehmen. Ah, da sind noch ein paar Kisten. Sehr schön. Ein Äther und Soma. Gut, kann ich nur was machen? Irgendwie ein bisschen Computer spielen? Nee. Hat kein Sample. Sehr schade. Also dann, Professor. Good, you're safe. Can you please be quiet? Hey, the building is under attack by Genesis. Their target might be you, Professor. And so, you are my protection? Anyway, can you come with me, please? Degrading monsters are nothing to fear. Are you talking about Genesis? Indeed I am. A memento from a bygone era.
when men could deem any unclassified life form an ancient. Unclassified life form? The Celestial Calamity, Genova. Kennen wir ja. You need not know of it. Soldier's duty is not to think. Just follow your orders and protect me. Okay. Oh, wir haben hier eine... Oh, wir haben hier mehrere Side-Quests. Ja dann, erstmal hier auf rumdüdeln, ne? Danger. Do not touch. Und wir machen es natürlich trotzdem. Und das sagt mir, sofort ausprobieren. Man, what is this? It's so hot here. I'm gonna dry up. Where am I? Oh, Wilma. You're joking. Monsters? Now? I'm gonna pass out if I fight in this heat. Wait, what? This materia, it's not mine. Well, no time to think. I'll use what I got. Versuchsmateria-Testvorrichtung aktiviert. Versuchsmateria werden überprüft. Proto-Magieschwert, Vitra, TP-Turbo, MP-Turbo, FP-Turbo. Versuchsmateria ausgerüstet, Monster ausgesetzt, Nutzererkennung abgeschlossen. Zack Fair, Rang 1 Soldat. Bereitschaftsmodus beginnt das Experiment. Activating Combat Mode. Ah, okay, jetzt habe ich halt die anderen Dinger drin. Okay. What's happening? It's so hot. Water. I need water. What do? I can't take it. How do I get back? Wait. Musik finde ich jetzt manchmal ein bisschen laut im Verhältnis zu den Synchronisationen. These guys again. Ja, noch mehr Würmer. Go away! Finally awake. I was just outside. You've been here the entire time, flailing your sword wildly at the machine. I was able to gather some good samples. However, due to your roughhousing, a rather expensive machine was destroyed. Das ist natürlich sehr ärgerlich. I assumed you were familiar with virtual environments. Are you truly a soldier member? This was merely a test for a prototype materia. You will have to pay for the repairs. I will inform the proper department to garnish your salary. Don't worry, you'll pay it off in 10 years. 10 years? I was just promoted to first. Ja, ja, sehr ärgerlich natürlich. Okay, das haben wir. Ich mach mal hier Nummer 2 auf der Seite. Makrogenerator Max 100. Prototyp automatische Abschaltung wird derzeit gewartet. Manuelle Abschaltung, Fehlfunktion. Es wurde eine Fehlfunktion entdeckt, die bedingt, dass die Anzeige für die manuelle Abschaltung während des Abschalt-Countdowns verschwindet. Da gefährliche Energiestöße entstehen können, darf die Maschine auf keinen Fall betätigt werden. Ja, klar doch! Makroregenerator. Aktiviere das Gerät, warte 5 Sekunden, schalte es dann wieder ab, um SP zu generieren. Wie viel SP du erhältst, hängt vom Timing ab. Eine Fehlfunktion des Zählers führt leider dazu, dass sich der Bildschirm während des Countdowns abschaltet. Schaltest du das Gerät zu spät ab, gefährdet das überschüssige Makro deine Gesundheit. Drücke nach exakt 5 Sekunden, um das Gerät rechtzeitig abzuschalten. Okay. ...100% der Makroladung hergestellt. Die SP des Versuchspersonen werden regeneriert. Zack erhält 100 SP. Das ist ja Wahnsinn.
Errungenschaft freischalt, exakte Regeneration. Okay, das haben wir also auch gemacht. Das war jetzt nichts Außergewöhnliches. Wow, looks complicated. Soll ich irgendwas drücken? Ja, probier mal einen Knopf aus. What's that noise? Vor allem, wie der Professor das alles so duldet, dass wir hier alle möglichen Geräte betätigen. What you just did was release test sample monsters onto the lower floor. Monsters? Too ferocious to be of any use. I was about to get rid of them. Such timing. I charge you with their disposal. What, me? I will tell you something interesting. The detention cells on 67 are being used to store items. The monsters you just released each hold a key for those item storage cells. Oh, vielleicht die, die wir vorhin gesehen haben, diese 6 Tore. Those storage cells may be holding some useful items. Aber ist das dann nicht eigentlich Diebstahl an der eigenen Firma? Ich meine, die haben das da ja gelagert und wenn wir jetzt quasi uns Schlüssel organisieren, um da Sachen rauszuholen, das ist doch Diebstahl. If you're interested, try to get the keys from the monsters. Ja, das machen wir. However, how you take the keys from the monsters, you'll need to figure out yourself. Honestly, I don't find that very interesting at all. Doch, ich finde das klingt sogar sehr interessant. Even if you fail, there is no need for concern. After 3 minutes, a tranquilizer gas will be released. Did you hear me? If you dispose of the monsters within 3 minutes, I will not report that you were responsible for the accident. Okay, sounds good. But tranquilizer gas, you say? Is it gonna tranquilize me as well? Naja, ich wüsste nicht, dass du immun gegen Schlafgas bist. You won't need to worry if you finish within 3 minutes. This will be a good test to see if you truly are soldier. Oh, okay. Moment, ich speichere das nochmal ganz kurz. Die Flure auf Ebene 67. Da muss ich doch wahrscheinlich erstmal hier wieder runter, oder? These must be the samples. Ah. Hey, where are you going? Whoa, 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 whoa. Tschüss. My eval and soldier pride is at stake. Come back here. Man. They're scattered all over the place. Gotta take them out, fast! So, I can take the items in the cells, right? The monsters have the keys to the cells. Now, how do I take them? Jagd auf Hojos Monster. In den Verwahrungszellen befinden sich Gegenstände, allerdings sind die Türen verschlossen. Die Monster tragen die Zellenschlüssel bei sich, warum auch immer. Gelingt es dir, sie in ihn zu stehlen, kannst du dir die Gegenstände den Nagel reißen. Erledige sämtliche Versuchsmonster, ehe das Schlafgas freigesetzt wird und sammle die Gegenstände in Zellen ein. Jetzt ist die Frage. Soll ich jetzt Stehlen einsetzen? Vielleicht versuche ich das mal gerade. Okay. So, müssen wir was machen. Here we go. Activating combat mode. Out of the way. Conflict resolved. Das dauert nicht so lange, die Zeit bleibt glücklicherweise stehen. There you are. Activating combat mode. Bring it on.
So, drei Schlüssel. There you are. Activating combat mode. Mann. Conflict resolved. So. Weiter geht's. There you are. Activating combat mode. Das geht immer ganz gut, dass die nur so lange warten, bis. Glaube ich, das ist Meister. Nice. Ja, bis wir denen die Zellenschlüssel geklaut haben. Hier ist eine Zelle. Wenn ich einen Key kann, kann ich in, right? No escape! Activating combat mode. Das reicht mir. Conflict resolved. Okay, all done. There's some time left. I'll check the cells before returning. Oh, die Zeit geht weiter. Okay, das ist natürlich jetzt blöd. Die Tür mit dem Zellenschlüssel öffnen. Ja, klar. Good, it's open. Dann schauen wir mal eben schnell. Allheilmittel. Supertrank. 2 Gil. Geil. Nummer 6. Good. It's open. TP Boost. Heiltrank. Eis. Good. Noch ein Heiltrank. Feuer. Naja. Supertrank. Good. Good. 500 Gil, okay. 2000 Gil, okay. Und Vita. Good. Good. 3000 Gil. Soma und Blitz. Ich frage mich, ob die prozedural generiert sind. Good. Oder ob das vordefiniert ist, was da drin ist. Stille. ATK Boost und ein Äther. Naja. Die Sachen sind jetzt hier nicht so herausragend, aber für mal eben so mitnehmen, ist das schon in Ordnung. All the monsters are down. And I checked all the cells. Okay, going back. Professor, cleaning's done. Ah, you disposed of the samples and ransacked every last cell. First-rate work. Well done. I was able to acquire some intriguing data. The items you picked up are yours. Okay, gut. Dann ist es jetzt offiziell kein Diebstahl mehr. But I locked all the cells once again. No more exploring for you. I must say, this is very interesting data. Ich lache immer. That's my data. Don't use it for evil. Gut, zur Sicherheit nochmal eben das speichern. Okay, ich habe gerade irgendwie Zellenbildung freigeschaltet. So, hier kann ich nichts mehr machen, aber hier war nochmal eine Sidequest. What's in this pod? Oh, nothing, I guess. Are you sure? Hey, irgendein unsichtbares Monster. There should be something interesting inside. Why don't you take another look? Seriously? Where is it? Ja, ist klar. Professor, what? Hey. Hey.
Ja, passende Reaktion. No need to worry. It's just a simple experiment. There's need to worry. Fine then. Answer me this question. Question? Tell me, who do you admire more right now? Ein Soldatkämpfer wie Sephiroth, wie Angeal? Naja, eigentlich so Sephiroth, ne? What do you think Shinra needs most, right at this moment? Aktuell für Prioritäten? Ein großes Heer, starker Soldatenkämpfer, die neueste Forschung, Technologie? Naja, das ist so militaristisch. Ich würde eher Forschung, Technologie sagen. Which do you believe to be more fitting, of soldier? Stellt alles in den Dienst Shinras, zögert nicht, Shinra zu kritisieren. Ja klar, was ist ein guter Mitarbeiter? Jemand, der den Arbeitgeber kritisiert. Naja, stellt alles in den Dienst Shinras, ist dann doch die bessere Antwort. Hm. You are an intriguing one, I grant you. What's that? Just as requested, you will be physically enhanced. Yeah! Okay. 6 SP sind um 900 Einheiten gestiegen. Juhu! Zack fühlt sich Sephiroth etwas näher. Okay. Ist das jetzt gut? I'm not feeling as much power as I expected. Alas, those are the limitations of yourselves. Or perhaps you want more at the expense of degradation. Oh nee, du lass mal. Like some second-rate scientist's test sample. Ich glaube, das ist schon besser so, wie es ist, sage ich mal. So, auch das nochmal ganz kurz eben speichern. So. Und dann, liebe Freunde, hier habe ich gesehen, ist es wieder soweit zu sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier einen kleinen Sturm erleben werden auf den guten Professor Hojo, den wir dann beschützen müssen. Und bis dahin, halt die Ohren steif, Freunde, wir sehen uns und adios, amigas.